Diese Lektion hier habe ich einmal mit echtes Anwendungstraining überschrieben, weil ich hier an einem kleinen Beispiel mal deutlich machen möchte, was werde ich hier fordern von meinen Spielern und wie wirken sich also die Dinge, die in den vorangegangenen Lektionen schon erläutert wurden, tatsächlich auf eine ganz einfache kleine Situation aus. Stellen wir uns Folgendes vor: Wir haben zwei Spieler, die haben einen Ball. Der Spieler A hier am Netz, der soll einmal gerade hochspielen und dann spielt er den Ball nach hinten. Von hinten wird er zurückgebaggert. Einmal gerade hochpritschen, nach hinten pritschen, zurückbaggern. Super einfache Übung, können wir uns gut vorstellen. Erwerbstraining unter Standardbedingungen. Das ist der Ablauf von dieser Übung. Noch nichts Schwieriges dabei. Hier werden Spieler nicht gefordert. Es geht einfach nur darum, die Technik des Baggerns und des Pritschens entsprechend anzuwenden und damit ist es gut. Das ist noch kein Anwendungstraining, aber wir erweitern diese Übung jetzt mal ein kleines bisschen. Und wir gehen jetzt mal von folgender Sache aus. Der Spieler A muss immer noch den Ball erst einmal gerade nach oben spielen, also ein Zwischenspiel machen. Und direkt danach soll er den Ball entweder ja nach rechts oder nach links, also Richtung Position 5 oder Richtung Position 1 hier im Feld spielen. Das heißt, er wird den Ball nicht mehr gerade ausspielen, dahin, wo B steht, sondern er wird ihn ja in Richtung einer der beiden Ecken im hinteren Teil des Volleyballfeldes spielen. Und dieser Spieler B, der hat jetzt die Aufgabe, natürlich sich zu bewegen. Er bewegt sich in die eine Richtung, wenn der Ball dahin kommt, oder er bewegt sich in die andere Richtung, wenn der Ball entsprechend dahin kommt. Und jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt innerhalb des Anwendungstrainings. Hier wollen wir eine Forderung einbauen und diese Forderung soll derart lauten: Dieser Spieler B, der soll sich nach rechts oder links bewegen, noch bevor der Spieler A den Ball in die entsprechende Richtung spielt. Noch bevor, und das betone ich nochmal, bevor A den Ball überhaupt in diese entsprechende Richtung spielt. Und jetzt wird vielleicht ein klein bisschen klar, was mit situative Merkmale gemeint war. Wir haben hier eine Situation, in der der Spieler B im hinteren Teil des Feldes ist. Er muss nämlich, er kann beobachten seinen Partner vorne am Netz. Und jetzt haben wir auch gesagt, es gibt wenn, dann, bevor Beziehungen hier. Und so könnte das aussehen. Wenn du siehst, dass der Spieler A sich nach rechts dreht, ne, blenden wir den mal wieder ein hier oben. Wenn du siehst, dass der Spieler A hier am Netz sich nach rechts dreht, dann musst du dich bereits in Richtung Position 5 des Feldes bewegen, noch bevor A den Ball in diese Richtung spielt. Und jetzt kann man das so ein bisschen sehen, dieses situative Merkmal, das Zwischenspiel des Spielers A am Netz wird gekoppelt mit einer Drehung, mit einer Drehbewegung. Er dreht sich nach rechts oder er dreht sich nach links. Und das ist das situative Merkmal, diese Drehung im Oberkörper des Spielers am Netz. Und wenn der Spieler B darauf sensibilisiert wurde, wenn also der Trainer, wenn du ihm vermittelt hast, achte auf die Drehung des Oberkörpers, dann weiß der Spieler B schon, wohin der Ball gespielt wird, noch bevor er gespielt wird. Und genau das ist jetzt die Grenze zum Anwendungstraining. Jetzt haben wir tatsächlich Anwendungstraining und das ist das, was wir als Trainer dann jeweils kontrollieren müssen. Also nimmt unser Spieler B dieses situative Merkmal auf, kann er erkennen, ob der Spieler A am Netz sich nach links oder rechts dreht und bewegt er sich in die eine oder andere Richtung, noch bevor der Ball tatsächlich gespielt wird, dann ist es echtes Anwendungstraining und das wollen wir erreichen und das ist das Beispiel hier aus einer ganz einfachen Übung heraus.